1000 Euro ist hier heute nicht das Ende der Fahnenstange. Alles schön, macht direkt Spaß, sogar beim Hingucken. Eine Drahtzwirbelzange kennt vielleicht auch einige, die Motorrad fahren. Alter, aua. Aber jetzt nicht, dass Marzahn schnipsen lassen, ne? Rund 2000 Euro für einen Werkzeugkasten, und zwar einen relativ kleinen Werkzeugkasten. Ist das gerechtfertigt? Das klären wir heute mit euch in unserem Werkzeugkoffer, Unboxing, Test, Vergleich, was auch immer. Heute haben wir ein paar besondere Schmankerl, Herr Ronald. Ja, freue ich mich schon seit Wochen drauf. Stahlwille haben wir zweimal, HZ, Knipex, bin gespannt. Ja. Stimmt, wir haben ja Stahlwille zweimal. Ja, ja. Und im Prinzip fällt dieser Bursche komplett hier also ein bisschen aus dem Raster, das klären wir gleich noch. Und damit willkommen zu den Baufrohm 24 Werkzeug-News. Mal wieder eine schöne Ausgabe. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei 2017. 2017 müsste das sein, oder 18 vielleicht. Oder 18. Ah, irgendwie sowas. Genau. Ja. Und Werkzeug ABC habt ihr ja neulich auch schon die erste Folge gesehen. Zweite Folge folgt. Mhm. Folge folgt. Ne? Folge deswegen folgt. Heißt es ja auch Folge. Und hier haben wir aber unser Special mit den Werkzeugkoffern. Da gibt es mittlerweile auch schon eine Playlist, die könnt ihr mal oben gerade anklicken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Stundenlanges Unboxing mit Diskussion. Teile zählen, alles. Ja. Letzten Teil fand ich aus meiner Sicht mal richtig interessant, weil wir auch schon Profiliga hatten. Ja. Aber im Gegensatz zu diesen noch relativ humane Preise. Ja. Womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir haben ja zweimal Stahlwille. Machen wir einen am Anfang, einen am Ende, oder? Ja. Ja, das ist doch gut. Dann nehmen wir den schwarzen. Fangen wir mit dem an. Ja. Ja, Stahlwille, einen Allround-Kasten, so einen klassischen Werkzeugkoffer, auch im klassischen Design. So, diesen Style kennt man auch von diesen Kollegen von Parat. Kommen wir auch noch zu in unserer Folge, wo es um unbestückte Werkzeugkoffer geht. Und die sind wirklich so das Klassische, so ein bisschen Attaché-Koffer-Style. Mhm. Schwarz, Kunststoff und dann mit dem Aluminiumrahmen. Wir haben hier auch noch einen. Den habe ich schon lange, lange Jahre. Der dürfte mittlerweile 10 Jahre sein. Ja, dafür hat sich gut gehalten, oder? Ja, gut. Der ist ja noch nicht täglich im Einsatz. Und aufgrund dessen, dass wir so viele Werkzeugkoffer hier haben, hat der jetzt auch ein bisschen Staub angesetzt. Ist im Prinzip auch gleicher Formfaktor ungefähr. Diesen bekommt ihr auch für um die 80, 90 Euro habe ich damals, glaube ich, bezahlt. Hier ist ein Zahlenschloss. Den haben wir auch nochmal in neu da. Und auch den werden wir euch dann nochmal zeigen. So. Das ist hier also eine klassische Größe, würde ich sagen, vom Formfaktor. Den kannst du tragen. Brauchst noch keinen Trolley. Gibt es natürlich auch eine Nummer größer, dann mit Trolley-Funktion. Aber hier ist das alles noch so schön handlich, kompakt. Sieht gut aus. Ja. Frage ist, wer diesen Koffer herstellt, weil wir gehen davon aus, dass es nicht Stahlwille ist. Parat könnte ein Hersteller sein oder auch BW. Also ich habe mal reingeguckt, von den Einlagen her müsste es ein BW-Koffer sein. Könnte auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus von innen. Von außen nicht, aber von innen schon, ja. Generell macht es einen guten Eindruck. Solide. Den Schlagtest mit dem Hammer machen wir jetzt nicht. Nee, bei dem nicht. Denn wenn wir diese Schalen haben, das halten die eigentlich schon aus. Die sind schon ein bisschen schlagfest. Wir haben hier die Verriegelung, 2 Stück. Und was ich noch ganz interessant finde oder ganz angenehm, die sind so ein bisschen leicht angehoben. Dass du weißt, wo du drücken musst, ne? Ja, ja, und von der Haptik macht es einen guten Eindruck. So, aber Haptik ist ja nicht alles. Die Feststeller machen einen soliden Eindruck. Mhm. Das klickt hier einmal so. Sind aber jetzt auch so Feststeller, die du, wenn du jetzt so machst, sich einfach auch wieder lösen. Und es hält aber auch so. Ne? Das klappt jetzt nicht zurück. Dann haben wir so das klassische Layout jetzt. Und fangen wir mal oben an mit den Einlagen hier. Da haben wir jetzt von Stahlwille einen VDE-Schraubendrehersatz. Wohlgemerkt, wir haben jetzt nur VDE. Das war ein Oschi, ne? Ja, das ist ein PA3, also schon ordentliche Größe. Griff finde ich sehr angenehm. Hm, ja. Und wir haben aber jetzt nur VDE, das heißt, wir haben keinen normalen Schraubendrehersatz mehr. Wir haben jetzt hier auch keine Schlagkappe oder auch hier einen Sechskant. Nur generell kannst du natürlich auch mit dem VDE-Schraubendreher hier normal arbeiten. Und wenn man sich jetzt entscheiden muss, okay, willst du auch irgendwo Elektrohandwerk ein bisschen mit abdecken, dann landest du natürlich bei so einem Satz. Wir haben auch hier noch einen Phasenprüfer. Da gab es ja in letzter Zeit auch immer wieder, wenn der dabei war, Diskussionen von wegen nicht zulässig und so weiter. Hier haben wir ausdrücklich nochmal Warnhinweise und da steht jetzt zum Beispiel auch drauf, nur bestimmter Temperaturbereich und nicht, wenn du einen isolierten Fußboden hast etc. pp. Frage ist natürlich immer, weißt du es dann oder weißt du es nicht? Ja. Ist auch sogar noch ein kleiner Schraubendreher. Aber im Zeitalter der Vago-Klemmen wird es ja auch immer weniger mit den Lüsterklemmen. Ja. So zumindest mein Eindruck. Ja, das stimmt. So, dann haben wir hier zwei
Hammer, Hämmer, sagt man Hammer oder Hämmer? Zwei Hämmer. Ja, ja, ich glaube schon. Schonhammer und den hat man neulich schon mal. Aber nicht als 500er, oder? Ich glaube, der in der Tasche, der war, glaube ich, ein 300er. Ja, ne? Ja. Ein 300er gewesen sein. Schonhammer, normaler Schlosserhammer, immer eine gute Kombi. Gerade Schonhammer habe ich letztens, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, das schätzt man oft. Klar, du brauchst erstmal den, aber Schonhammer ist immer eine gute Investition. Und das ist so ein bisschen so mein erster Eindruck hier, der so ein bisschen Abzug gibt. Ja, passt weil nicht so ganz, ne? Passt es nicht so, das ist so ein bisschen spillerig, ne? Ich habe es aber genauso eingeräumt, wie es in der Bedienungsanleitung drin war, ne? Also Werkzeug war aber einzeln quasi. Es war einzeln verpackt alles und ich habe das dann so eingeräumt, wie es halt in den Prospekten und in der Anleitung halt drin steht, ne? Wir sehen jetzt auch hier in dem Teiler hier ist noch eine Menge Platz und wir haben hier ein paar Schlüssel 17, 19, 21, 22. Jeweils Kombi-Maul-Ringschlüssel, Ringschlüssel leicht geköpft und der Maulschlüssel etwas abgewinkelt, was ja hier und da nochmal praktisch sein kann. Entsprechend haben wir natürlich dann hier den Rest. Ja, triggert so meinen inneren Monk so ein bisschen. Ja, weil zwei Seiten, ne? Und, ja, nee, das zwei ist auch Seiten, so lose, ne? Ja. Ja, guck mal, du hast jetzt hier vier. Ja. So, jetzt sind hier zwei. Platz ist aber genug da. Ja, aber du kriegst die großen Schlüssel hier nicht rein. Warum? Weil die Fächer zu klein sind. Weil die Fächer zu klein sind? Ja, du kriegst den, das ist zu eng. Untenrum. Untenrum ist zu eng. Hast du schön gesagt. Also oder nee? Passt das ungefähr. Aber das, dann aber ist ich ja weiß, fest, was du meinst, was, ne? Der ist nicht richtig fest. Ja, ja. Da hätten vielleicht so Gummi, wie wir ja, das... Ja, so Gummizüge, ne? Da hätten das vielleicht auch getan, ne? Ein bisschen enger dann. Wir fangen hier bei 8 an. Die können es jetzt auch problemlos hier zusammenpacken, ne? Ja. Das wird jetzt kein Brot fressen. Weil das die hier so rum, ja, ja, ist wieder so ein bisschen Universallösung, okay. Aber hier wiederum haben wir noch diese Gummilasche. Ja, für irgendwas. Diese Strapse für irgendwas, wenn du wirklich was Längeres hast, einen längeren Schraubendreher oder so, der ist dann auch hier gehalten wird. Das ist universell, das ist nicht das Optimale. Hier haben wir dann aber einen Innensechskant, allerdings. Standard, ne? Standard, keine Kugelköpfe und kein Torx, ne? Je nachdem. Also am Motorrad zum Beispiel, bei BMW hast du so viel Torx, da brauchst du eigentlich nicht viel Innensechskant. Aber das und, zumindest passt. Und ihn noch. Genau. Zollstock, der zum Messen gemacht ist. Mhm. Da hat jetzt einer unter das Video geschrieben, in der letzten Folge, dass ihn der Stahlwille Zollstock so angetriggert hätte. Okay. Hätte er sich direkt eingeordert. Ich finde natürlich, hier haben es besser als brauchen. Würde ja auch noch ganz gut reinpassen. Ja, ich finde weiße Zollstöcke sowieso besser als schwarze irgendwie. Von der Ablesbarkeit. Ja. Das ist ja auch übrigens das Ding, als ich den hier designt habe, habe ich echt gedacht, schwarz wäre schon cool von der Optik. Mhm. Aber da haben auch viele von euch gesagt, nee, mach nicht schwarz, weil von der Ablesbarkeit ist das nicht so prickelnd. Also recht habt ihr im Zweifel, weiß ist besser, obwohl schwarz natürlich auch schön aussieht. Gut, aber der kommt jetzt wieder hier rein. Der war da drin, ja, genau. Ich meine so von der Optik hier, Stahlbild-Style, schwarz mit den grünen Nähten. Sieht schon cool aus, ja. Gefällt mir. Jetzt gucken wir mal weiter. Okay, ich mach den mal fest, ne? Mhm. Wir haben wieder einen alten Bekannten. Den haben wir auch schon gehabt in der Tasche, ne? Ja. Hat einen schlanken Fuß gemacht. Sehr solide, sehr schön. Ja, dann Wasserpumpenzange. Hier mit dem getauchten Griff. Ja, hatten wir auch schon in der Tasche, ne? Ja. Also hat jetzt nicht so den Appeal. Nee, das ist wie, wie die Knipex Cobra. Nee. Wird aber den Job machen. Dann aber einer der schönsten Rollgabelschlüssel. Ja, der ist echt schön, ne? Ja. Stahlwille 4025 ist feines Ding. Damit kannst du natürlich schon auch mal viel machen. Empfehle ich auch immer, so einen Rollgabelschlüssel im Koffer zu haben, in jedem Universalkoffer, weil du immer mal noch mal was kontern kannst. Notfalls kannst du dir sogar so ein bisschen behelfen, ein bisschen ranfuschen. Wie so eine Gripzange oder so, wenn du mal irgendwo was halten willst. Ja, das stimmt. Geht auch damit, ne? Habe ich auch schon gemacht, im Notfall. So, dann ein paar Zangen, VDE-mäßig, Spitzzange, Kombizange und VDE-Seitenschneider. Ich sag mal, hier brauchen wir jetzt die ganzen Tests, die wir bei den Billigwerkzeugen gemacht haben, nicht mehr machen, weil da kannst du aus Erfahrung sagen, die Dinger, die sind okay. Ja. Keiner der Qualitätshersteller wie HZ, Stahlwille, Knipex, etc. könnte sich hier erlauben, hier Schrott rauszuliefern. Ne? Das wäre sofort Ausschuss. Sobald er nicht schneidet, ist das Ausschuss bei denen. Ne? Ja, genau. Ja, und die Fertigungstoleranzen sind einfach auch so entsprechend, das hast du keinen Schrott. Ne? Haben wir noch nicht erlebt.
Hier bist du also schon mal gut bestückt. Und hier, kleinen Meißel, um irgendwo was abzutrennen oder was weiß ich, eine Mutter aufzusprengen, irgendwas. Und dann hier auch nochmal ein schönes Set, zwei durchtriebene Werkzeuge, das sind nämlich Durchtreiber. Ja. Also so ein Sprintdurchtreiber, hier der ist nochmal konisch zulaufend und hier haben wir einen Körner. Ja. Entsprechend auch zu erwarten, gute Qualität. So, und hier haben wir schon so einen kleinen Hinweis auf das, was jetzt was noch kommen mag. Ne? Ja. Wir haben nämlich hier so eine schöne Halbzollverlängerung und hier sehen wir auch schon diese Arretierung, die ich sehr, sehr schön finde. Also generell hier siehst du natürlich auch oder hier merkst du von der Haptik schon direkt das Qualität und der Rest vom Schützen fest. So, jetzt legen wir mal die Zangen hier nochmal rein, damit der Koffer ein bisschen more stable ist. Im Regelfall bestückst du ja auch hier das untere Fach noch so ein bisschen mit Werkzeug. Wenn du hier kein Gewicht drin hast und du klappst ja dann auf, dann fallen die halt meistens um. Ne? Gut, da haben wir die passende Ratsche und da siehst du auch wieder, das ist extrem solide. Dann haben wir hier ganz praktisch in dem Set so ein Magazin für die Magazin, Nüsse. Ja. Das wird einfach gezogen. Es ist aber jeweils auch schon relativ aufwendig, weil wir hier auch so eine Kugelarretierung haben. Und was ich dann noch ganz interessant finde, du kannst sie nicht abziehen, aber innerhalb dessen sind die so flexibel. Also theoretisch hätte das den Vorteil, du könntest dir auch zwei 24er Nüsse drauf machen, dafür müsstest du dann eine weg, das würde dann immer irgendwo wahrscheinlich passen, anstatt wenn das jetzt fixe Abstände wären. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass das auch so ein bisschen so der Grund ist. Von den Nüssen sind wir hier von 10, nicht durchgehend, bis 32. Ja, die Standardgrößen sind dabei, ne? Ja, ja, das müsste 30 sein. So, 27er, 24er. 24 haben wir auch, haben wir noch eine 19er. Ja, das wäre traurig, 23, wenn die 19er nicht dabei wäre. Ja, 17 oder... Ja. Im Prinzip ist sie hier zumindest für die gröberen Sachen schon mal versorgt. Jetzt hast du hier aber den Ringschlüssel, der nirgendwo reinpasst, in der dritten Etage liegen, ne? Stimmt, der passt da oben nicht rein, weil er zu lang ist, ne? Warte, wir können das ja nochmal testen. Weil ich hatte das... Ich habe den ja nicht aus Spaß da reingelegt. Guck mal, hier ist die Etage. Jetzt mach den mal... Das passte nämlich nicht. Nee. Ich glaube, der passt von der Breite her und nicht rein, oder was? Das Problem ist, der würde vielleicht dahin passen. Dann passt der aber nicht mehr. Ja, ja, genau. Der passt dann nicht hier und. Das ist ein Teufelskreis, ist das. Das ist furchtbar. Siehst du, jetzt passt der. Jetzt wird es zu eng. Siehst du? Jetzt passt das nicht mehr. Ja. Ja. Und deswegen muss der. Der 24er muss draußen bleiben. Der muss leider draußen bleiben, ja. Das ist schade. Ja. Das ist aber hier eh schon ein bisschen. Das ist eh eng, ne? Ja. Mein lieber Kokoschinski. Da ist er wieder. Kokoschinski. War lange nicht mehr da, ne? Ne, ne. Ja, dann muss der jetzt in die Etage nochmal rein, ne? Weil. Ja, oder. Du könntest jetzt wieder reinlegen oder machst. Vielleicht ist da. Ja, dann das ist auch doof. Ja. Ja. Das ist ein bisschen semi gelöst, würde ich sagen. Ja. Ja. Du musst ja nochmal dazu sagen, diese Einlagen waren im Prinzip so lose dabei. Ja, die waren in ganze Länge. Die habe ich gesägt und dann habe ich die mit dem Seitenschneider die Ecken abgeknipft, so ein bisschen, dass die dann passig sind. Ne? Ich würde jetzt fast sogar auch den hier einfach dazulegen. Ja, weil, kann man auch, ja klar. Ne, dann gehört das irgendwie, dann hast du den da nicht rumfliegen. Weil wenn du mit der Ratsche arbeitest, musst du eh hier reingreifen. Ja, ja, klar. So, und dann haben wir noch was Besonderes, denn wir haben ja bisher die Viertelzollgrößen oder die kleineren Größen nicht. Und siehe da, das ist mal wieder jetzt, was das Herz erfrischt. Hast du schön gemacht, ja. Kleine Mini-Ratsche, ist eine Feinzahnratsche mit quasi direkt Bit-Aufnahme, also keine Viertelzoll, sondern Sechskant-Aufnahme. Aber du siehst, das ist schon solide gearbeitet, alleine das ganze Finish hier schön geschmiedet, das ist schon, ja, das macht direkt gute Laune. Zusätzlich hast du hier so einen kleinen Stubby, also so einen kleinen Vergaserschraubendreher, ja, auch im Volksmund, mit einer Ratsche. Macht also auch Sinn und der ist wirklich schön gummiert. Sag mal. Und hat eine relativ weiche Gummierung und einen relativ dicken Griff. Ne? Ich hätte noch gedacht, dass da was drin ist, aber ist nicht. Ne? Nee, nee, das ist der Pfeil, wo du vor und zurück. Ja, ja. Ja, das ist das doch gewesen. Ja, hast du ja hier. Und hier finde ich es auch wieder gut, du hast ein eigenes Magazin. Ist eine Textiltasche, damit hast du überhaupt keinen Stress, wenn du irgendwie mal das Ding auf den Boden ballerst oder so. Da bricht nichts ab. Ja, das hält. Also, das kannst du auch aus 10 Metern Höhe. Ich glaube, das kannst du auch aus dem Flugzeug werfen. Das müssten wir, wenn wir mit dem roten Koffer zum Flughafen fahren, müssten wir das testen. Ja, das testen wir dann. Okay.
Ja, die Frage aller Fragen ist, Herr Ronald, was hätte ich jetzt für dieses Gerät zu investieren? Ja, so um die 700 Euro bist du dabei, ne? Mit allem drum und dran. 700 ist natürlich auch schon stolzer Freundschaftspreis. Mhm. Müsst ihr dann selber mal euch durchrechnen, ob das alles so für euch passt? Weil ich sag mal, wenn du jetzt hier was dabei hast, wo du sagst, naja, eigentlich brauche ich das gar nicht oder ich habe was anderes, ja, zum Beispiel sowas, das sind natürlich dann auch nicht wie bei so einem Billo-Kasten jetzt irgendwo, ach gut, da sind halt 2,50 Euro für eine Kombizange halt zu viel, ja, sondern hier bist du direkt auch 100 Euro für irgendeine Komponente. Aber was natürlich ohne Zweifel ist, dass die Qualität hier. Da siehst du ja bei unserem Werkstattwagen, ne, von Stahlwille. Da sagst du was. Das Video verlinke ich gerade nochmal oben in der Infobox. Stahlwille Werkzeugwagen gegen einen China-Derivat. So 500 gegen 2000 Euro. Da hatten wir auch keine Fragen mehr. Der macht doch Freude immer wieder. Ja, ja. Alleine, wenn du die Schubladen öffnest. Mhm. Das ja, ganze Feeling da. Das ja, ist, das hakt nicht und das geht auf und geht ordentlich zu. Und mein Opa hat immer gesagt, bei einer guten Anschaffung hast du einmal den Schmerz beim Kauf. Mhm. Aber danach hast du immer nur noch Freude. Das stimmt. Wenn du was Billiges kaufst, hast du ja, den Schmerz jedes Mal. Ja, Opas, die haben gute Weisheiten. Mein Opa war ein weiser Mann. Das ist ein Knipex Werkzeugkoffer für die Elektriker-Kollegen unter euch, also die Elektro-Edition. Hm. Fleißige Baufunk 24 Zuschauer werden vielleicht schon mal bei uns einen ähnlichen Koffer gesehen haben von BW. BW hat im Prinzip diese Koffer, die so wie diese Pelli-Cases, diese Profi-Koffer. BW-Koffer kann ich aus unserer eigenen Erfahrung schon wirklich empfehlen. Die sind wirklich preiswert und robust. Haben eigentlich alles das, was die Pelli-Cases auch haben, nur eben ein bisschen günstiger. Und die Kollegen sitzen in Büren nicht unweit von uns. Ja, und jetzt haben wir so einen Koffer und da dachte ich, der kommt mir noch sehr, sehr bekannt vor, obwohl Knipex draufsteht, aber die Katze vorher schon aus dem Sack gelassen. Das ist offensichtlich hier ein Zukauf von BW. Und wenn wir jetzt mal den Koffer von außen uns nochmal anschauen, der ist wirklich robust. Ich habe hier einen Griff gummiert, schön. Ja. Dann habe ich hier ein Überdruckventil. Wofür ist das? Ganz einfach. Du weißt es wahrscheinlich schon. Ja, hast du in der letzten Sendung erklärt. Dann erklärst du jetzt für den nochmal. Damit er sich im Flugzeug nicht aufpustet. Genau. Also kennst du das, wenn du im Flugzeug eine Packung Pringles kaufst? Ja. Die hat immer so ein... Ja. So ein genau. Ja. Klar, weil Luftdruck ist anders, wird sich dann aufblähen und umgekehrt natürlich genauso, könnte sich dann zusammenziehen. Machst du bei einer Wasserflasche. Mach die Wasserflasche im Flugzeug zu, so eine Plastikflasche, nimm die mit nach unten. Mhm. Dann hat die ein Gesicht wie du mit 90. So. Volle Funktion hast du entsprechend hier dann diesen Griff, den ziehst du aus. Hier gibt es keinerlei Verriegelung, sondern das wird einfach rausgeschoben und bleibt dann irgendwie durch die Friktion. Also das ist einfach so eng hier. Muss da auch ein bisschen Kraft aufwenden. Ist aber wirklich solide. Mhm. Und jetzt kommt's, das Öffnen geht nicht einfach von vorne, sondern du hast auch hier noch die Verriegelung. Und die sind jetzt hier auch so Feder vorgespannt, dass die wirklich, entweder sind die zu oder sind auf. Und du hast auch hier noch so eine Sicherheit. Du kannst die nämlich nicht einfach aufmachen. Also die können sich von selbst nicht lösen. Nee, du musst den drücken, ne? Du musst hier quasi so einen Sicherheits-Switch, so eine Verriegelung noch lösen. Die löst du aber eigentlich automatisch, wenn du es aufmachst. Ne? Ja, weil du ja unten drunter packst, dann hast du den. Ne? Also selber so ohne weiteres geht ja nicht auf. So, und jetzt kommt das Highlight. Wenn du ihn nämlich aufmachst, und jetzt? Boah, das ist das, was bei VW weggespart wurde. Genau, was der Golf 8 nicht mehr hat, gegen den Golf 7. Quasi Gasdruckfedern, keine Gasdruckdämpfer wohlgemerkt, das sind Gasdruckfedern, weil die federn das ja auf. Das ist schon cool und das macht diesen Koffer wirklich, soll man sexy sagen? Ja, wertig auf jeden Fall. Schon, ja, wertet ja, den noch schon, mehr auf, als er schon ist. Ne? Ja, aber er hat natürlich schon das gewisse Etwas. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wieder so, du benutzt das Ding und denkst, ey cool. Was man jetzt auch sieht, du brauchst nicht, wie bei den anderen Koffern, hier die Einlagen so runterklappen oder hochklappen und arretieren mit Klett, sondern das klappt automatisch so runter, ist mit diesen Fangbändern jetzt im Prinzip auch fixiert. Finde ich super. Auch eine wertige Ausstattung von den Teilern. Vom Style her so ein bisschen erinnert das jetzt an den Stahlwille auch, an die Teiler. Ja, von diesen Punkten her. Von diesen Punkten, von diesem Waben, Material, was auch immer. Kann man mutmaßen, ob da jetzt irgendwo
gleich. Ja, der ist so groß, ne? Ich sehe nichts. Der ist so groß, ne? Ja, dann ja, ist egal. Ich gucke so an der Seite vorbei. Genau, Hauptsache man sieht den Koffer noch. Ja. So, und jetzt haben wir wirklich eine Menge Platz und wir haben natürlich schon einiges bestückt. Fangen wir mal an hier vorne. Wir haben ja jetzt hier Elektriker Edition. Also rechnet jetzt hier nicht mit einem Automechanikersatz oder sowas. Wir haben eine kleine Dosenwasserwaage mit so einem Clip sogar noch. Kannst du ja einen Gürtel packen sogar, ja. Praktisches Gerät, immer gerne genommen. Jetzt haben wir natürlich hier die Kernkompetenz von Knipex, nämlich Zangen. Wir machen das jetzt mal, was man eigentlich nicht machen soll, damit wir es zeigen können. Hier Elektriker-Installationszange oder Elektroinstallationszange. Habe ich mehrere von, finde ich gut. Es gibt auch mehrere Versionen. Es gibt nämlich eine Version, die hat noch eine Arretierung, hat die hier nicht. Das heißt, die kannst du nicht verriegeln, wenn sie geschlossen ist. Du hast einen Kabelschneider. Dann kannst du hier Kabel abisolieren in zwei verschiedenen Größen. Dann hast du im Prinzip hier Kombizange, so ein bisschen Kombizange mit so ein bisschen Spitzzangencharakter auch. Und du kannst hier auch noch Aderenthülsen krimpen. 0,5 bis 2,5 Quadrat. Ja, nutze ich immer ganz gerne, wenn ich irgendwo bin und weiß ja eine Zange, weil ich weiß, ich kann hier so ein bisschen was mitmachen. Und auch nochmal ein Draht abisolieren oder schneiden. Dann kennt ihr natürlich auch Zangenschlüssel. Hier mit der Schnellverstellung. Mega, weil kannst du 6-Rand-Schrauben mitmachen. Ja. Und du hast im Prinzip auch eine sehr schonende Zangengeometrie hier. Durch diese Parallelkinematik kannst du auch noch sehr schonend damit arbeiten, weil du ja im Prinzip nie so einen spitzen Griff hast. Ja, du könntest doch mal so eine Mischbatterie mit anziehen oder sowas, ja, ohne die zerkratzen. Ne? Ja. Typisches Thema Wasserpumpenzange. Haben wir hier auch eine Cobra. Übrigens die 180er Version, also nicht ganz klein, auch nicht ganz groß. Kannst du viel mitmachen. So, dann auch Elektriker-Version hier eine Spitzzange, eine gekröpfte. Und hier haben wir noch einen Seitenschneider, aber schon eine etwas größere Version. Das heißt, hier bist du auch gut gerüstet, wenn du mal etwas mehr IBAN brauchst. Was mir hier so ein bisschen fehlen würde, ist dann wiederum eine kleinere Version. Ich hätte mir zum Beispiel hier so einen kleinen Elektronik-Seitenschneider noch gewünscht. Ja, stimmt. Weil die mag ich. Ne? Gerade wenn du auch irgendein Kfz irgendwo sowas, ne, so unterwegs bist, da hast du auch irgendwie mehr Feeling. Das ist irgendwie, ja, finde ich einfach schön. Und du kannst auch präziser damit arbeiten, als wenn du jetzt hier in so einem kleinen Installationsbereich dann ein 12 Volt oder Auto oder sowas damit, ja, würde vielleicht gehen, aber nicht so schön. Und bei dem Preis sollte es eigentlich auch keine Rolle spielen, weil da kommen wir gleich zu. So, dann haben wir hier so eine kleine Lost Soul, so eine verlorene Seele, nämlich ein 10er, 13er Maulschlüssel, Vera Joker, machst nichts mit verkehrt. Ich bin natürlich schon wieder jetzt so, dass ich sage, hier, der hätte es ja auch sein können, allerdings so ein 4-in-1 gibt es nicht bei Vera. Und offensichtlich haben wir hier Vera-Werkzeug, stabiler. Das ist jetzt KS-Tools, aber habe ich auch beim letzten Mal schon gemacht. Ich habe euch immer so ein paar Sachen verlinkt, die ich eigentlich in jeden fertigen Werkzeugkasten dazu tun würde. Eine Abisolierzange brauchen wir jetzt hier nicht mehr, aber das würde immer noch Spaß machen. Ja. Ich würde mal sagen, packen wir dazu. Ne? Gibt es nicht irgendwie so ein Spiel, ich packe meinen Koffer? Das gibt es, ja. Ja? Wie geht denn das überhaupt? Ja, du sagst, ich nehme 13er Schlüssel mit. Ja. Und dann sag ich packe meinen Koffer, nehme einen 13er Schlüssel und eine Wasserpumpenzange. Und dann sagst du, ich nehme einen 13er Schlüssel. Ich packe meinen Werkzeugkoffer, nehme eine 13er Schlüssel, Wasserpumpenzange und eine Kettensäge. Genau, und so immer, bis dann einer was falsch hat, der hat verloren. So, dann geht's weiter im lustigen Zangenpotpourri. Und zwar hier Knipex Adler. Mit einer Knipex Golden Eagle. Ich denke mir jetzt einfach einen Namen aus für die Dinger. Die Golden Eagle. Das ist Golden Eagle. Irgendwann heißen die dann so. Genau. In der André Wokschmidt Edition. Es gibt ja verschiedene Versionen. Es gibt ja welche, die krimpen quasi hier von vorne führst du die Aderendrill sein oder von hier, je nachdem. Was ganz interessant ist, du hast 0,08 Quadrat bis 16 Quadrat. Dann hast du noch eine Einstellung, wenn du jetzt zum Beispiel 16 Quadrat krimmst, dass du einen anderen Druckpunkt hast. Weil der Druckpunkt ist ja, also dieser tote Punkt ist ja jetzt anders, als wenn du jetzt so ein kleines Aderendhülsen krimmst. Brauchen wir, glaube ich, auch über Qualität nicht viel reden. Vor allen Dingen jetzt mit den Krimpzangen aus den Billo-Kästen mal verglichen. Aber so eine Krimpzange kostet natürlich auch schon. Die kostet zum Teil so viel wie so ein ganzer Kasten von den anderen. Ja, was kostet also die kosten Hunderte, allein die Zange. Und wir hatten Kästen für 89 Euro mit 1600 Teilen. Genau, also irgendwo, irgendwas läuft verkehrt. Dann haben wir eine automatische Abisolierzange. Nennt sich Multistrip 10.
kostet auch so ein paar Kröten. Mhm. Du kannst bis 16 Quadrat abisolieren. Du hast hier einen Kabelschneider, 10 Quadrat. Hier kannst du noch die Kraft anpassen auf das, was du da isolierst, abisolierst. Du hast noch die Möglichkeit, diesen Klingenblock zu wechseln, komplett. Auffallend auch, wenn man so teilweise billigere Zangen sieht, hier ist das aus Metall vorne. Und da hast du hier noch den Längenanschlag. Die automatischen Abisolierzangen ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Einige stehen total auf Weidmüller, andere auf Yokari, andere vielleicht auf Knipex. Könnt ihr auch mal schreiben, wenn ihr Elektriker seid, was euer Favorit ist und wenn ja, warum. Dann haben wir hier noch eine kleine Kombizange, Spitzkombizange, auch schönes Ding, vor allen Dingen in der Größe, relativ handlich. Hm. Ist auch mal gut in eine Dose mit rein und so, ne? Ja. Auch hier Qualität und dann haben wir hier noch einen Kabelstripper oder einen Entmantler. Ist im Prinzip auch ein Kombi-Werkzeug, weil wir hier auch noch so einen kleinen Kabelabisolierer haben, also wo du quasi so ziehen kannst. Kannst du auch hier mitarbeiten. Ja, du kannst hier auch hier für Antennenkabel. Geht der auch in der Koax, ja, genau. Koax, genau. Ja. Und das ist so ein bisschen so ergonomisch, denn du kannst zum Beispiel, wenn du das Kabel aus der Dose hast, kannst du so reingreifen und so jetzt ziehen. Haben wir auch schon mal in smarte Werkzeuge gezeigt, meine ich. Und auch hier, 25 Euro, 30 Euro? Ja, das läppert sich. Ja. Und hier haben wir einfach so ein Kabelmesser, auch so ganz oldschool, aber es ist verdammt scharf. So, dann geht die nächste Klappe auf. Und da war ich jetzt so ein bisschen irritiert, ja, weil Riesenkoffer und jetzt sehe ich hier nur zwei VDE-Schrauben. Das kann doch nicht sein. Ich meine, sie sind schön gewachsen, schön geraten. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an die Stahlwelle. Ja, nur nicht ganz so lang, ne? Ja, natürlich auch jetzt kleiner. Kommen wir aber gleich noch zu, weil schraubendrehertechnisch sind wir hier eigentlich ganz gut ausgerüstet. Und hier haben wir nochmal so einen Meißel. Auch da, wenn ihr irgendwo, was weiß ich, an der Wand, irgendwo an der Dose bist, musst du nochmal was ausmeißeln, denke ich, passt sowas ganz gut. Und jetzt kommen wir quasi ins Untergeschoss. Du siehst jetzt, hier ist relativ viel Platz, aber irgendwie auch viel Platz verschenkt. Zumindest jetzt in der Konfiguration. Du hast hier diese Raumteiler aus Aluminium. Die kannst du dir hier reinmachen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel quer hier teilen willst, dann brauchst du diese Burschen. Da kannst du dir nämlich jetzt hier quasi so einen Ansatz für die nächste Schiene draufschrauben. Ein bisschen so ein Baukastensystem, das musst du einmal gucken, dass du dir das entsprechend so machst, wie du es haben willst. Was auf jeden Fall auffällt, Elektriker-Wasserwaage von Stabiler, hier mit den Rastermaßen hier für die Dosen. Stabiler, im Prinzip wie vorne die Dosenwasserwaage auch, diese kleine. Und jetzt haben wir nochmal Knipex, haben wir euch auch schon mal in smarte Werkzeuge gezeigt, nämlich hier quasi dieses MacGyver Hausmeister Multitool. Ja, wo du überall mit reinkommst. Ja. Ja. Und wir haben ja vorhin schon einen Mautschlüssel von Vera gesehen und uns gewundert, warum so wenig Schraubendreher sind. Hier ist die Lösung. Wir haben im Prinzip VDE-Satz, Phasenprüfer oder einen Stromprüfer. Das haben wir auch schon im Aufzugsrettungsset, im Wartungsset W1 mal gesagt. Mit relativ wenig Platz deckst du viele Anwendungsfälle ab und du kannst natürlich jetzt auch hier so einen VDE-Schraubendreher problemlos für alles andere nehmen. Und was mich gerade freut, auch du hast jetzt hier auch Torx. Ne? Ja. Ja. Alles dabei. Alles dabei. Und da muss man wiederum sagen, finde ich, das ist relativ preiswert, dieses Set. Das kostet nämlich so um die 40 Euro solo. Wie immer, alles in der Videobeschreibung verlinkt und mit einer Bestellung über die Links unterstützt ihr auch den Kanal. Am Wochenende habe ich noch einen getroffen, der sagt, er hat schon so viel Werkzeug gekauft. Dann frage ich immer, ja, bist du immer enttäuscht worden? Mhm. Nee, super. Ja, so alles schön. Super. Der eine sagte aber, er hätte lediglich festgestellt, eigentlich braucht er es gar nicht. Ja. Aber haben es besser als brauchen. Ja. Ne? So, und dann nochmal was von Vera. Und zwar hier die kleine Knarre, haben wir euch auch schon mal gezeigt. Das ist auch eigentlich ein schönes Set. Du hast hier von 5 bis 13 die Nüsse und dieses schöne Magazin, wo du mit einem kleinen Dreh die Nüsse arretierst. Eine Verlängerung, Bitadapter oder sogar zwei Verlängerungen. Ja, so eine Wuppelverlängerung hast du sogar, ne? Die sind so dafür, dass du hier die aufsetzt und dann kannst du, ich zeig das nochmal. Ja, das ist so schön, ne? Ja, das ist so schön, du. So, und jetzt hast du hier, man höre und staune, it's not a bug, it's a feature. Du kannst jetzt hier so ein paar Grad, aber die machen es halt. Ja, die machen es zum Teil, ja. Ansonsten die Zyklopratsche, wie man sie kennt, kein Gummi, nix. Ist auch schönes Gerät, ne? Ja. Ja.
Ich finde, teilweise erinnern mich diese Dinger so ein bisschen auch an das alte Braun-Design. Habe ich letztens darüber nachgedacht, weil ich glaube, Dieter Rams hatte letztens irgendwie Geburtstag oder okay. So. Der Braun-Designer. Der Braun-Designer. Ja, cooler Dude. Und dann haben wir noch einen Picard-Hammer. Picard kommt ja auch aus dem Werkzeug-Speckgürtel Wuppertal. In Wuppertal habe ich neulich noch einen On the Job gedreht, seht ihr demnächst. 300 Gramm, hier gibt es nichts zu meckern. Aber wie der sich so entwickelt, in 2000 Jahren befehligt er die Enterprise, ne? Warp 1 beschleunigen! Quasi sein Ur. Ach, ah. Nachfahre. Ja, ist ja ein Nachfahre dann, ja, muss ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wo Licht ist, ist auch ein bisschen Schatten. Und bei diesem Koffer, dann würde ich sagen, absolut Bombe. Aber was mir so ein bisschen auf den Senkel geht, ist, dass zum einen diese Einlagen hier sich manchmal rausruckeln, wenn du wirklich ein bisschen damit unterwegs bist und den mal drehst und wendest und dann hast du hier unten Chaos und Tumult. Und das haben sie hier auch noch nicht besser gemacht. Ach, denn, bei dir drückt sich der immer raus, bei deinem Großen, ne? Ja, wenn du kannst ja diese Einlagen, was ja im Prinzip gut ist, hier so einklipsen. Ja, du könntest also auch die ohne Probleme rausnehmen, hättest da ein bisschen mehr Platz. Aber wenn du jetzt hier auch Werkzeuge hast, zum Beispiel einen Akkuschrauber, und du hebst das hier ein bisschen oder hier drückt das ein bisschen gegen, dann passiert es mir ab und zu, dass diese Einlagen hier sich rausdrücken. Da wundert mich, dass sie noch nicht nachgebessert haben. Vielleicht ist das eine kleine Verriegelung oder sowas, ne? Ja, eine kleine Verriegelung mechanisch, die du eben dann aufmachst oder so. Das ist ja jetzt nichts, wo du immer auf und zu irgendwie, ne? Aber ansonsten einer der besten Koffer, die ich habe. Ja, umso mehr ist es schade, dass er dann hier diese kleinen Schwächen hat, ja, die nicht sein müssten. Ne? Eigentlich brauchen wir die Frage nicht mehr stellen, würdest du diesen Koffer einem Freund empfehlen? Weil ich sag mal, qualitätsmäßig sind wir über alle Zweifel erhaben. Mhm. Aber ist es das Thema Preis? Ja, ne? Lass mal die Katze aus dem Sack. Ja, der kostet so ausgestattet, wie er ist, kostet der so rund 1100 Euro. Das ist viel Geld. Und ich habe mal so grob überschlagen und du kommst wahrscheinlich sogar ein 100er günstiger, wenn du dir den selbst ausstattest, so mit den Teilen, die du hier drin hast. Mhm. Und du kriegst den Koffer solo, ne? Ja, und der Koffer solo kostet was bei 300 Euro, wenn er von BW ist, 400 von Knipex. Ja, also, sagen wir 350, ne? Oder sowas, kriegst du den vielleicht. Und ich habe jetzt jede einzelne Zange gerechnet. Du kriegst ja so ein Zangset auch mal, für, dass du 30 Euro günstig sparst, wenn du ein Set kaufst oder sowas. Ja. Also ich denke mal, wenn du den selbst ausstattet, kommst du günstiger und packst dann noch was rein, was du noch brauchst, ne? Ja. Für die Hunderte, die du dann sparst. Das ist eigentlich interessant, ne? Ich weiß auch nicht, wie es abschreibungstechnisch so bei euch in Firmen läuft. Könnt ihr aber auch vielleicht schreiben. Aber wenn du jetzt so einen Koffer als Betriebsausstattung kaufst, dann musst du ihn abschreiben. Würde ich jetzt den Koffer einzeln kaufen, ist es vielleicht Ersatzteil oder GWG? Sofortabschreibung. Mhm. Und das Werkzeug könnte ich auch sofort abschreiben. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, oder man sagt einfach gewährleistungstechnisch, ich habe einen Ansprechpartner, wenn irgendwo was nicht passt. Mhm. Aber ich sag mal, wenn du jetzt spitzfindig bist und ein bisschen Zeit hast, vielleicht mal hier und da was guckst, ein Schnäppchen, dann wirst du den auch 200 Euro günstiger bekommen. Oder vielleicht macht dein Werkzeug-Ansprechpartner dir auch einen guten Kurs. Ne? Ich will nicht ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. Auf jeden Fall für einen Elektriker finde ich schon eine gute Sache. Grundausstattung ist super dafür. Grundausstattung ist super, ist robust. Du hast eine tolle Funktion, wenn du, was weiß ich, denn irgendwie im Service bist, parkst das Auto irgendwo weiter weg. Ja. Musst dann irgendwie 800 Meter durch die Altstadt stapfen. Ja, kannst besser eben hinterherziehen. Ne? Ja. Genau. Und Butterbrot kriegst du auch noch rein, denke ich mal. Ne? Okay, dann nächster. Jetzt haben wir was richtig Ernsthaftes. Wir hatten euch HZ schon mal gezeigt. Mit dem Kunststoffkoffer für gute, runde 400 Euro. Ja. Kam so im letzten Teil so gemischt an. Ja, viele hielten ihn für zu teuer, ja, für überteuert. Aber wir wissen ja, teuer kann auch preiswert sein. Ja, ne? Das hast du schon gesagt. Schön gesagt, ja, ne? Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir wieder bei einem HZ, und zwar bei einem klassischen Werkzeugkasten. Ich muss sagen, da kommen bei mir so ein bisschen nostalgische Gefühle auf. Das ist so, wie Opa früher hatte, ne? Nicht nur Opa, ich auch. Ich habe auch noch einen. Als ich, weiß ich, 8 oder so war, da habe ich mir so ein Ding gewünscht. Ja, warst auch stolz wie Oscar, ne? Er war nicht von HZ. Hat auch irgendwie ein bisschen geklemmt. Ja, die haben alle geklemmt früher. Und um das erstmal hier preisig einzuordnen. Ja, also leer 60 Euro, gefüllt sind wir beim Tausender, ne? 1000 Euro. Ja. Das ist, also mit Kasten dann, ne? Da muss der Opa lange für arbeiten, für den Koffer. Wobei, ich hätte jetzt gedacht, so, wo wir jetzt mittlerweile schon so in einem Preisbereich sind, wo so ein Koffer auch mal schnell 300 Euro kostet, 60 Euro, fairer Deal. Ja. Ich würde sagen, wir machen das Ding mal auf. HZ 190 steht drauf und es ist im Prinzip ein Kasten, den ihr bei HZ so bestellen könnt, ne? Ja. Fertig konfiguriert, wird er geliefert als Komplettset.
So, das ist wirklich so ein bisschen oldschool wirklich. Ja. Wir haben keine Schaumeinlagen, aber es gibt den auch mit Schaumeinlagen. Ne? Ja, mit ein bisschen abgespeckt, mit weniger Teilen. Aber dann auch, hast du hier eine Schaumeinlage und hier und dann ist es auch so ein Bitset auch drin geordnet und so. Ne? Ja, aber eine Schaumeinlage... Ja, nimmt doch Platz weg dann, ne? Nimmt Platz weg, deswegen, wenn du wirklich viel Werkzeug brauchst, mitnehmen willst, dann kannst du die Schaumeinlage rausschmeißen. Und es ist hier wirklich ein buntes Sammelsurium, ja. Was einen Nachteil hat, du siehst nicht direkt unbedingt, wenn was fehlt. Ja, das stimmt. Ja. Das kann auch mal wichtig sein, da kommen wir gleich noch zu. Mir fällt direkt auf, ein Schloss von Top Tools. Okay. Steht drauf. Das sieht aber auch schon nicht billig aus, ne? Also das lässt sich auch schon gut an und so, ne? Ja, aber ich würde sagen, spätestens bei den Schlüsseln hier. Das ist aber... Ist wieder Schießbude. Aber im Gegensatz zu den anderen Schlössern ist das schon mal so ein richtiger Bartschlüssel, ne? Ja, immerhin. Ja. Wobei, klar, man muss ja sehen, wahrscheinlich wird der Kasten auch so mit diesem Schloss geliefert für 60 Euro. Dann passt es wieder. Aber wenn ich natürlich das Gesamtkonstrukt hier sehe mit um die 1000 Euro, denke ich, okay, jetzt auch ein ordentliches Markenschloss getan. Vielleicht auch ein Zahlenschloss. Ja. Finde ich, erleichtert das sogar vielleicht nochmal, auf jeden Fall, dass du es verriegeln kannst. Fangen wir mal oben an. Es ist ja natürlich jetzt auch die Frage, wie packst du es? Ja. Weil diese Fächer sind ja ungefähr gleich. Das heißt, hier diese Nusssektion mit Ratsche, hättest du da oben reinpacken können. Ich packe den ja meistens immer so, wie es im Prospekt aussieht. Hast ne? du gemacht? Ja, klar. Also hier schon mal hier so ein Schaber, Dichtungsschaber. Sehr beliebtes Tool. Interessant ist aber auch jetzt hier, guck mal, das ist ein dreieckiger Griff. Mhm. Was hat das zur Folge? Du kannst das Ding arretieren. Ne? Mhm. Das heißt, der dreht sich nicht so leicht weg. Du kannst den im Prinzip hier auf der Position halten. Besser als wenn der jetzt so rund wäre. Mhm. Dann würde er sich eher drehen. Es ist ja auch kein Schraubendreher. Nein, das ist nur mal ein Schaber. Muss man sagen, wie es ist. Wenn du mal ganz im Bedarf wärst, dann würdest du vielleicht damit auch eine große Schraube. Aber dann hast du im Prinzip die Aufnahmeprüfung schon nicht geschafft. Dann komplettes Set an Maulschlüsseln, nicht Maulring, von 6 bis 32. Bewährte, gute HZ-Qualität. Ich denke mal, da brauchen wir nicht drüber reden. Wer HZ kennt, genau wie Stahlwille und Co., das ist ein hochwertiges Werkzeug. Auf jeden Fall, ist auch von der Haptik, das ist alles schön, macht direkt Spaß, sogar beim Hingucken. Dann haben wir hier so ein Set von Meißeln, Austreibern. Ein Körner ist auch dabei, ne? Da sind wir also auch im Regelfall gut bestückt. In Sechskant. Ja gut, die finde ich für so einen Kasten finde ich die wieder zu kurz. Aber ich mag die eh lieber, wenn die länger sind. Man muss dazu sagen, du hast hier eventuell nochmal den Vorteil, dass du eine Schraube nicht so schnell überdrehen kannst. Ne? Ja, gut. Also es gibt ja auch so ein bisschen, das ist im Prinzip der Drehmomentschlüssel für Arme. Weil wenn du hiermit wirklich, wenn du hiermit nicht mehr Kraft hast, dann bist du zumindest so im sicheren Bereich noch. Wenn es wehtut, ist das, ne? Genau. Ja. Und nach fest kommt ab. Ja, genau. Schrauberegel Nummer 2. Ja. Was ist denn Schrauberegel Nummer 1? Hat noch und dann ist vorbei. Ne? Ja, könnt ihr ja mal schreiben unter das Video. Die Schrauberregel Nummer 1, die ihr kennt. Dann, ich sehe Nüsse. Und zwar zu dieser Ratsche, kennt man auch, 916 HP. Ordentlicher Wemser. Die habe ich euch schon mal gezeigt, als die vorgestellt wurde. Ich meine, Eisenbahnmesse war es, da wurde es auch gezeigt, dass diese Ratsche 1000 Newtonmeter aushält. Was natürlich ordentlich ist. Ja. Da waren die Kollegen von HZ auch sehr stolz drauf, glaube ich. Habe ich zumindest den Eindruck. Natürlich Ratsche, zwei Verlängerungen. Hier Kardangelenk und auch den haben wir noch dazu. Macht sie auch mal ganz gut. Und wir haben auch diese Burschen noch am Start. Auch Halbzoll in Sechskant. Ich habe 10, du hast noch 5, 6 und 8. Ich habe auch diese schon öfter lieben und schätzen gelernt. Gerade wenn die auch mal ein Stückchen länger sind oder du noch die Verlängerung dazu hast, wenn du mal irgendwo dran schraubst. Dann haben wir hier auf der anderen Seite, jetzt schön einsortiert, diese Konsorten, nämlich Ringschlüssel, stark geköpft. Auch hier fängt es bei 6 an, die sind auch schön lang. Also oftmals hast du ja so kleinere Schlüssel, wenn du jetzt zum Beispiel mal den 6er normal anguckst, der ist ja deutlich kürzer. Ich sag mal, für eine 6er Mutter, da hast du auf jeden Fall schon genug Kraft, da musst du aufpassen. Ja. Das Ganze geht aber noch weiter, hier im Untergeschoss. Dann haben wir hier noch diesen mächtigen Badabum, 36 und 41. Ja, ist auch der größte, den ich so jetzt gefunden hatte. Ne? Von HZ oder was? Nein, also der in diesen Koffer gepasst hätte oder was wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Ja, ein bisschen größer würde vielleicht noch gehen, noch quer. Oder du machst hier 6 hier einen Ausschnitt. Ja.
Geht auch. Einmal durchladen, wie im Auto für die Skier. Und ja, hier haben wir noch ein schönes Montiereisen. Also auch das zeige ich dir schon, wo die Reise hier hingeht, wenn du diesen Koffer benutzt oder benutzen willst. Dann Schlosshammer, 500 Gramm, auch bewährte Qualität. Wir haben aber hier noch einen Schonhammer. Der ist schön, ne? Mit Hartgummi, ne? Mhm. Oder so Plastik-Hartgummi. Kostet alleine schon um die 30 Euro. Hier ist wirklich jetzt nichts dabei, wo man irgendwie sagt, billiger Jakob. Nee, gespart ist da nicht. Kann man billiger Jakob auch gendern? Nee. Dann haben wir eine Reihe von Schraubendrehern. Und zwar wirklich in allen gängigen Größen auch schon sehr fein. Auch hier auffällig, die Griffe sind dreieckig, also ein Dreikantgriff. Mhm. Ich muss sagen, das liegt gut in der Hand, ne? Ja, ich habe auch was gedacht. Und die sind nicht gummiert. Nee. Ich denke mal, das macht so eine Ölgeschichte wieder hier. Genau, ne? Ja. Dass das ölresistent ist, sich nicht ablöst, gerade so im Kfz-Mechaniker-Bereich. Von daher macht das hier auch Sinn. Und wenn wir mal gucken, die großen Kollegen hier, PH3 oder auch den, die haben hier einen Sechskant. Wobei die Griffe, finde ich, könnten für mich noch einen Tacken größer sein. Oh, aber es geht, ne? Ja, ist jetzt meckern auf hohem Niveau oder jammern? Jammern. Wir wollen dann nicht immer meckern. Wenn ich mir was wünschen dürfte, hätte ich mir ja noch so eine Schlagkappe gewünscht. Ja, klar. Dass man hier nochmal so einen geben kann. Dann haben wir jetzt hier die Zangensektion. Eine HZ-Zange. Da brauchst du im Prinzip auch jetzt, hast du keine Fragen. Und haben wir euch neulich schon gezeigt, im Prinzip so ein Cobra-Style von Knipex mit der Schnellverstellung. Auch hier alles gut. Gummierter Griff, also hier Tauchlack. Und hier haben wir noch eine kleinere. Die ist jetzt nicht gummiert. Ich könnte jetzt ein bisschen meckern, die ist hier, hat hier noch so ein bisschen Grate. Und dass hier eine zweite Wapu-Zange dran ist, ist im Kfz-Bereich auch nicht verkehrt, weil ja, du hast ja mal confined spaces, sagt der Amerikaner. Mhm. Also beengte Bauräume. Ja, ja. Und da macht sich das sicherlich ganz gut. So, und last but not least, wir haben ein Bandmaß. Ist nicht 8 Meter lang und hat leider aber auch hier keine entsprechende Beschriftung. Nein. Das ist ein bisschen schade, aber dafür hat er hier Innenmaß, Außenmaß und der hat hier noch, siehst du, passt das? Das passt. Alter, oh, oh. Aber jetzt nicht das Maß von schnipsen lassen, ne? Nee. Und jetzt? Es geht. Du hast halt Stahlimplantat. Und dann ist die auch noch. Und dann ist halt noch das Nasenmaßband. Das Nasenmaßband. Das will jetzt aber keiner mehr anfassen. Nein. Ne? So, aber jetzt ist natürlich die Frage, würden Sie diesen Werkzeugkasten einem Freund empfehlen? Also vom Preis her auf jeden Fall. Also ich habe das mal mir die Mühe gemacht, habe das alles mal einzeln ausgerechnet. Also man spart schon so gut 150 Euro, wenn man den jetzt gefüllt kauft, als wenn man alles einzeln holt. Also es gibt auch noch Schnäppchen, ne? Oder zumindest... Ja klar, jetzt sagt wieder einer, ja, aber das Set kostet ja weniger als eine einzelne Nuss und so. Ich habe jetzt eigentlich echt alles einzeln aufgerechnet und da war ich so bei 172 Euro. Jetzt gehen wir noch ein bisschen... Je nachdem, so Marktlage oder was. Also ich denke mal, 150 Euro sparst du hier, wenn du den komplett gefüllt kaufst. Ja. Wir verlinken euch ja gerade noch mal auch in der Videobeschreibung einen HZ-Kasten, bestückt für unter 300 Euro. Im Prinzip der gleiche Kasten. Auch so ein paar nette Sachen, aber eben nicht solche Wämser. Und da habe ich gedacht, könnte auch eine gute Alternative sein. Aber wir haben jetzt quasi einmal mit alles. Im Prinzip hast du hier keine Füller, ne? Nee. Only killer, no filler. Nee, das stimmt. Ja, das wie auf einer guten LP früher. Ja. Also 20 Kilo, pures Glück ist das. Das ist genau, 20 Kilo ist natürlich ein bisschen auch Gewicht, das merkst du ganz klar. Aber ich sag mal, du bist hier, glaube ich, in einer guten Mechaniker-Grundausstattung. Ja. Und 1000 Euro ist auf jeden Fall angemessen. Wie gesagt, haben wir mal so durchgerechnet, ist auf jeden Fall keine Mogelpackung. Aber 1000 Euro ist hier heute nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben ja auch noch mal was, da legen wir fast das Doppelte auf den Tisch. Ich war neugierig auf diesen Kasten, denn mir gefiel der Kasten an sich. Der sieht schön aus, ja. Wir haben nämlich hier ein Maintenance-Kit für die Luftfahrt. Stahlwille ist auch relativ stark im Bereich Luftfahrt. In der Luftfahrt gelten halt die eigenen Gesetze. Auch was die Wartung von Flugzeugen anbelangt. Und diese Zusammenstellung ist gedacht für Leicht- und Kleinflugzeuge mit Rotax-Motoren. Kennst du Rotax? Rotax? Ja.
österreichischer Motorenbauer, ja, macht Flugmotoren, typischerweise diese Vierzylinder mit 90 PS, ich glaube, es gibt noch eine aufgeladene Version. Und Rotax macht aber auch Motorradmotoren, bei BMW schon verbaut gewesen oder ist teilweise noch verbaut. Ich glaube, bei KTM gibt es auch einen Rotax, Einzylinder. Okay. Wir öffnen mal hier die Büchse der Pandora. So, zu sehr auf den Tisch gehauen. Ja. Und man sieht direkt, das war... Warum ist das jetzt eigentlich raus gewesen? Das weiß ich jetzt auch das nicht. Das war doch immer drin. Mhm. Ja, es ist, wie es ist. Vielleicht haben wir es auch selber nicht gerade richtig arretiert. Wie man sieht, wir haben erstmal einen schönen Blechkoffer mit so schönen Tragegriffen. Erinnert mich so ein bisschen an den professionellen Casebau hier, so PA-Veranstaltungstechnik. Von der Farbe Rot. Ja. So viel können wir, glaube ich, sagen. Der hat hier so einen Strukturlack. Wirkt alles sehr wertig. Und dieser Koffer oder dieser Kasten, sagt man Kastenkoffer dazu, ja, den gibt es ja hier in der Version mit zwei Auszügen. Es gibt den auch in der Version, glaube ich, mit drei oder vier Auszügen. Je nachdem, da ist auch ein bisschen mehr drin. Wir fangen mal direkt oben an. Beispielsweise, hier hatten wir euch gestern gefragt, diese Handkurbel hier, wozu ist die? Beziehungsweise warum hat man die gerade hier beim Flugzeug, bei der Flugzeugwartung in der Luftfahrt? Und da habt ihr zahlreich auf Instagram mir geschrieben, das fand ich echt total genial, wie viele Flugzeugmechaniker unter uns sind. Hätte ich nie gedacht. Und der Grund ist wohl, dass du beim Flugzeug ja relativ viele Abdeckungen hast, viele Verschraubungen. Und es ist wohl in der Regel nicht zulässig, hier mit Akkuwerkzeugen zu arbeiten. Eventuell, ich konnte nicht rausfinden, ob das jetzt daran liegt, dass die Drehmomente dann vielleicht schnell überschritten werden beim Anziehen. Zwei Leute schrieben auch, das hätte wegen Explosionsschutz irgendwie, also wegen EX-Schutz zu tun. Naja, auf jeden Fall ist dieses Ding wohl bekannt und beliebt bei allen, die an Flugzeugen schrauben. Und du hast hier noch diese Kappe, die kannst du hier draufsetzen und kannst eben dadurch jetzt auch Druck drauf geben, wenn die Schraube mal etwas fester sitzt. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie so, was will ich jetzt damit? Ich hätte gedacht, das ist perfekt für meinen Wohnwagen, um die Kurbeln zu drehen. Ja, das ist ein bisschen klein. Ein bisschen kurz ist die, ja, aber auch ein bisschen klein. Kommst nicht rein, die müsste länger sein, ja. Ja, und du, da du mit deinem Wohnwagen ja nicht in die Luft gehst, kannst du einen Akkuschrauber nehmen. Das stimmt, ja. Machst du das so? An zwei, ja, und an die anderen sind ein bisschen fest. Müsste ich einen dicken Akkuschrauber mitnehmen, ja, das nächste Mal, ja. Also das auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man so außerhalb der Luftfahrt nicht unbedingt jetzt antrifft. Dann habe ich mich gefragt, was ist noch besonders hier, wenn wir hier über Luftfahrt sprechen? Und es gibt in der Luftfahrt so ein kleines Schreckgespenst mit drei Buchstaben, FOD. Das heißt nämlich Foreign Object Damage. Und weißt du, was das ist? Kannst du dir das vorstellen? Ja, wenn irgendwas kaputt ist wahrscheinlich, ne? Nee. Nicht? Externe Objekte. Ja. Und dann Schaden dadurch. Okay. Ich garantiere euch, ihr kennt einen sehr berühmten Fall von Foreign Object Damage. Das ist nämlich der Absturz der Concorde in Paris. Stimmt. Da war ja irgendwie so ein Streifen Titanblech auf der Startbahn. Da ist sie dann drüber gerollt. Dann ist, glaube ich, ein Reifen geplatzt. Ja, irgendwie. Und das Zeug vom Reifen ist in die Tragfläche reingeschlagen. Und dann gab es halt ein Kraftstoffleck. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Das heißt, das war ja damals sehr tragisch, weil im Prinzip am Boden war das Schicksal schon besiegelt. Da konnten die schon nichts mehr machen. Und das betrifft natürlich auch die Flugzeugwartung. Denn alles, was du mitbringst, solltest du auch wieder mit nach Hause nehmen. Ja, klar. Also zumindest werkzeugtechnisch. Und wenn du eine Schraube irgendwo losmachst, dann sollte natürlich diese Schraube auch irgendwie wieder fest montiert sein. Und deswegen ist es ganz wichtig hier in der Luftfahrt, dass sich zum Beispiel auch beim Werkzeug keine Sachen ablösen. Deswegen, wir haben ja hier eine Ratsche, auch zum Beispiel schon mal hier keine Schräubchen. Mhm. Könnte ja auch passieren. Oh, auf einmal siehst du, oh, die fehlt. Ja. Wo ist sie hin? Ja, klar. Weißt du nicht mehr. Und du solltest natürlich auch ähnlich wie zum Beispiel beim OP, wer kennt es nicht, ja, Blinddarm raus, dafür hast du eine Zange mehr. Naja. und am Flughafen das nächste Mal dein Spaß. Ja. Genau, hat es ja tatsächlich schon so gegeben. Hier hat Stahlwille angeblich, haben die das selber erfunden oder eingeführt. Es ist eigentlich so einfach, dass man denkt, so, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Die haben dieses Tool-Control-System, was ganz einfach funktioniert. Du hast nämlich hier zwei Schichten. Wenn du ein Werkzeug rausnimmst oder ein Teil, dann siehst du, es ist gelb. Ja, siehst du sofort, ne? Ja, dass da was fehlt dann. Ne? Genau, siehst du sofort und dann musst du dir Gedanken machen, wo ist die 13er Nuss? Mhm. Sie ist nicht mehr da, hier auch nicht. Ja, dumm gelaufen. Mayday, ne?
Dann können wir noch mal so ein bisschen auf das Sortiment hier eingehen. Wir haben hier eine 3/8 Zoll Knarre und eine 1/4 Zoll. Entsprechend auch diese ohne Schrauben hier. Kann sich also auch nichts beilösen. Die Ratschen haben auch hier diese Verriegelung. Könnte eventuell auch wichtig sein. Und auch das ist relativ fest, denn so eine Nuss soll ja natürlich auch nicht irgendwo reinfallen, wo sie nicht hingehört. Im Prinzip sind wir hier ratschentechnisch ganz klassisch ausgerüstet mit Verlängerungen. Was ich hier gut finde, das haben wir bei unserem Werkstattwagen auch. Wir haben hier diese Vertiefung, drückst du drauf, kannst du rausnehmen. Ne? Haben ja andere auch, also das ist jetzt nicht hier Stahlwille typisch. Dann noch ein paar Adapter, die kleine 1/4 Zoll Ratsche fängt hier schon bei 5 an und geht bis 13. Sind auch hier diese Vielzahnnüsse. Dann ein Bitset. Da habe ich jetzt gedacht, wenn Sie dieses Tool Control hier auch so in den Vordergrund stellen, da haben Sie nicht, hätten Sie da auch noch machen können. Ja. Ne? Gerade so Bits sind ja vielleicht auch so ein bisschen anfällig, dass mal einer verloren geht. Ist, glaube ich, bei uns schon mal passiert. Ja, ganz selten. Dann haben wir oben aber noch einen. Das ist ja der altbekannte, den hatten wir doch bei dem anderen Koffer auch. Genau. Ja. Bithalter, schön gummiert und oben noch ein Magazin. Ja. So, was sehen wir? Gehende Leere, ne? Vielleicht auch da. Vielleicht muss FOD, das auch so sein, ne? Ja. Ne? Was nichts ist, was nicht drin ist, kann auch nicht verloren gehen. Jetzt gehen wir an die Schubladen. Ja. Was man hier noch zeigen kann, wenn der Deckel zu ist, sind die Schubkästen automatisch verriegelt. Ja. Fragt man sich erst, wie geht das? Aber hier hast du tatsächlich so eine Mechanik. Also diesen Koffer bekommt ihr auch einzeln leer, irgendwie 250 Euro, 280 Euro, sowas. Wie gesagt, ich fand den Koffer echt ansprechend. Ja, der sieht schön aus. Das ist auch kein billiges Blech und so, ne? Das ist richtig. Ja. Das macht einen guten Eindruck. Und guck mal, du hast Vollauszüge. Ja. Es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn du jetzt irgendwie so eine Schublade hättest, dann wäre da irgendwo noch was drin. Eigentlich kannst du es ja gar nicht nutzen. Und jetzt sind wir wieder hier so ein bisschen im Flugzeugbereich, denn wir sehen hier ein besonderes Werkzeug. Das ist nämlich eine Zwirbelzange. Drahtwirbelzange. Oder Drahtzwirbelzange. Ja. Das könnte auch eine Bartzwirbelzange sein. Das können wir das mal ausprobieren. Das geht damit nicht. Ich habe es schon mal probiert. Eine Drahtzwirbelzange kennen vielleicht auch einige, die Motorrad fahren. Manchmal gibt es das, zum Beispiel bei Steckachsen. Dann hast du im Gewindebolzen oder in der Schraube so eine Bohrung. Da kommt da eine Mutter drauf. Oft ist das auch so eine spezielle Mutter, die so Einkerbungen hat. Und dann ziehst du den Draht durch und dann wird er um diese Mutter herumgelegt und dann wird er verzwirbelt und das Ende wird abgekniffen. Und das kannst du hier alles mitmachen. Du klemmst den Draht hier ein und dann kannst du einfach hier dran ziehen. Ohne Draht ist das jetzt ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann verdrillt er den Draht. Ganz einfach. Kannst du auch hier noch arretieren. Und dieses ist laut Stahlwille die einzige Drahtzwirbelzange, die komplett made in Germany ist und nicht aus Fernost. Wir haben uns auch beim Preis ein bisschen erschrocken oder anerkennend festgestellt. Hier liegst du bei rund 150 Euro. So eine Drahtzwirbelzange irgendwie aus Fernost. Ja, gibt es von KWB, hat auch welche im Angebot, meine ich. Und es gibt wohl welche, die günstiger sind. Ob die dann die gleiche Qualität haben? Ich denke mal nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also Stahlwille, das ist natürlich auch wirklich eine Zange für die Luftfahrt. Und Stahlwille sagt auch, hier sind keine Plastikteile irgendwie. Das ist auch vom Design schon so, dass hier nichts irgendwo groß abfallen kann. Ganz interessant. Ich muss allerdings sagen, ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal mit so einer Drahtzwirbelzange so ein Sicherungsdraht irgendwo nochmal verwendet habe. Ja. Ich glaube, es war auch an irgendeinem Moped früher mal. Dann haben wir Schraubendreher und zwar große Schraubendreher und vor allen Dingen lange Schraubendreher. Den längsten der Welt fast, ne? Ja. Ja. Also hier weißt du auch, offensichtlich musst du beim Rotax-Motor mal irgendwo auch in die Tiefen des Motorraums abtauchen. Dann haben wir hier noch eine gekröpfte Spitzzange. Seitenschneider. Übrigens beim Seitenschneider fällt mir noch ein, in diesem Foreign Objects Film wurde auch nochmal gezeigt, dass teilweise diese Sicherungsdrähte, die ja eigentlich dazu dienen, eben das Ganze sicherer zu machen, dass sich eben nicht die Schraube irgendwo im Flug ablöst bei Vibration, dass diese Enden irgendwo abgekniffen wurden und die sind dann irgendwo reingefallen und dann haben die irgendwo dafür gesorgt, dass irgendwann das Steuer nicht mehr ging. Ja, super. Also dann hier eine Schere, ist so ein bisschen wie diese Elektrikerschere. Diese italienisch beliebte, ne? Ja, die in Italien wohl verbreitet sind. Ja. Und in der zweiten Lade sehen wir hier noch einen Spiegel. Klar, hier kannst du mal
so irgendwo hintergucken zur Inspektion, zur Sichtkontrolle. Was uns ein bisschen auffällt, der Spiegel ist relativ zerkratzt schon, nachdem wir den so ein bisschen geputzt haben, macht nicht so einen wertigen Eindruck. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass hier kein Glas ist, weil... Wird nicht sein dürfen, weil Scherbe, Triebwerk kaputt. Ja, ja. Ja. Also in der Luftfahrt bringen Scherben definitiv kein Glück. Dann haben wir noch einen Anreißer. Einen Anreißer, ja. Was reißt man da wohl an mit, ne, im Flugzeug? Ja, was reißt man an? Vielleicht irgendwo Sicherungsmarkierung oder so? Ja. Boah, wie schön klein hier Stahlwelle drin steht, ne? Ja. Das ist richtig ordentlich gemacht, ey. Okay, also Flugzeugmechaniker unter euch, schreibt nochmal unter das Video, wozu braucht man Anreißer hier beim Flugzeug. Und hier Episode 3 der Schubladenshow. Maul-Ringschlüssel, 6 mm. Und jetzt sind wir hier größtechnisch, geht es bis 19. Das wird ausreichen, ne? Ja. Leicht gekröpft, Kombischlüssel. Dann haben wir hier noch einen Austreiber. Rollgabelschlüssel. Finde ich auch interessant, dass der jetzt hier in der Luftfahrt-Edition auch drin ist. Dann haben wir noch einen größeren Austreiber für den Splint. Und hier so einen Bandschlüssel. Klassischerweise natürlich hier Ölfilter lösen. Ne? Ja, also im Prinzip recht übersichtlich, aber vor die Flugzeugwartung haben die Götter ja noch den Preis gesetzt. Und wie gesagt, hier sind wir... Bei knapp 2000 Euro ist das natürlich eine Hausnummer, aber den vererbst du ja wahrscheinlich auch. Also wenn du deinen Flugzeugschein bestehst, kriegst du diesen von deinen Eltern geschenkt oder sowas. Meinst du? Dann. Ja. Aber tatsächlich richtet sich der wirklich auch an so an private Flugzeugeigner, ne? Die so ein Ultraleicht haben. Die Technik bei den Motoren ist ja immer relativ oldschool alles. Das liegt auch daran, dass ja alles so was zertifiziert wird. Und wenn das einmal läuft, ja, funktioniert halt, ne? Dann lässt man es auch laufen. Ne? Ja. Da kannst du nicht mal eben sagen, wir machen jetzt was tatsächlich irgendwie an der Einspritzung. Andere Abgasnormen oder sowas machen wir. Irgendwas nicht, ne? Neu, dann müsstest du alles wieder neu zertifizieren. Macht keiner. Aber wo wir gerade bei Luftfahrt sind, wenn ihr euch auskennt mit Luftfahrt, was ich immer interessant finde, warum haben Flugzeuge im Prinzip kaum Schalldämpfung? Mhm. Weil du hörst ja immer so ein Flugzeug hier über dir wegfliegen, das ist immer relativ laut. Ja. Ja, jedes Moped muss leise werden. Ja, das stimmt, ja. Weiß nicht, ob es da einen technischen Grund für gibt, dass man sagt, nee, das ist technisch nicht realisierbar. Gewicht wahrscheinlich. Baut da nochmal einen Schalldämpfer dran, ne, an so eine Turbine. Ist ja noch mehr Gewicht. Nicht Turbine, Kolbenmotor. Ach so. Eine Turbine hast du ja schon, Mantelstromtriebwerke und was weiß ich, was es da alles gibt. Nee, ich meine einen klassischen Kolbenmotor. Okay. Ja. Vielleicht Gewicht oder Überhitzung, Gefahr von Überhitzung irgendwie. Dass das ein kritisches Teil ist, ein Schalldämpfer. Ja, und dann macht dieser Propeller wahrscheinlich ja extra auch noch Lärm dann, ne? Wenn der da ja, so ja der macht natürlich Lärm, aber ich sag mal, ein Flugmotor macht schon ordentlich Karacho, ne? Die Frage ist, würden Sie diesen Koffer einem Freund empfehlen? Die Frage stellt sich wohl nicht. Ja, ne? Doch, wenn der ein Flugzeug hat. Wenn der ein Flugzeug hat, natürlich. Mit einem Rotax-Motor. Ja, dann freut er sich darüber. Ja. Aber wahrscheinlich hat er dann auch schon sowas in der Art oder so, wenn du da selbst dran schraubst. Ich meine, wenn du da, ich weiß nicht, wie weit man selbst dran schraubt, wenn man ein eigenes Flugzeug hat. Können wir jetzt auch nicht sagen, so tief sind wir nicht im Thema drin. Aber Stahlwelle hat im Prinzip nochmal die gleiche Version in einem Kunststoffkoffer. Mhm. Also für leichter, wenn du das auch vielleicht mitnehmen willst, dann sparst du ein bisschen Gewicht. Weil gewichtmäßig sind wir hier so rund 15 Kilo, also das ist schon einiges. Ich fand es einfach mal interessant, jetzt in unserer Werkzeugkoffer-Serie auch mal so einen Exoten zu haben. Ja. Und jetzt seid ihr gefragt, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert. Sollt ihr mal eure Meinung, euren Favoriten oder auch mal eben ein paar Infos unter das Video schreiben, wenn ihr Insiderwissen habt im Bereich Luftfahrt. Auf solche Zusatzinfos sind wir sehr gespannt und ich denke auch die Zuschauer, die jetzt nicht so aus dem Bereich kommen. Und vor allem, du kannst dann am Stammtisch immer glänzen, ne? Wenn du sowas weißt dann, ne? Also dieses FOD, das habe ich irgendwo gelesen, dachte, ich muss jetzt mal irgendwo nachschlagen und dich mal irgendwo informieren. Hashtag diesmal wieder Werkzeugkoffer und ich hau wieder eine mobile Werkstatt für euch raus, wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Damit könnt ihr so ein bisschen vielleicht was am Flugzeug mal verlinken, aber am Auto, im Haushalt und alles. Ne? In diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund und tschüss und bis dann. Auf Wiedersehen. Würde ich sagen, nehmen wir mal den. Oh, ich hatte es unterschätzt, das Gewicht. Ja. Nehmen wir mal diesen Kollegen. So, das ist das Thema. Alter, nein! Voll die Ecke hier drin, ne? Weißt du? Jetzt müssen wir das wieder da reinfädeln oder sowas, ne? Wir können ja den Fädel-Challenge machen. Wer schneller ist, hat gewonnen.
Weißt du, was auch irgendwann mal passieren wird? Wahrscheinlich. Ich werde irgendwann mal verrückt, so im Kopf. Meinst du echt? So im Laufe der Sendung.